Moin moin Leute, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, hier bei mir auf dem Kanal zum Projekt No Runner. Wunderbar, ihr seid ready? Ich glaube ich auch, aber ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob das, was ich jetzt vorhabe, wirklich klappt. Ich habe so einen kleinen LKW am Start, klein ist übertrieben, aber ja, ja. Und ich habe mir hier tatsächlich so einen schweren Auflieger mitgenommen. Und ihr seht, ich habe da hinten drauf noch einen LKW. Und den kann ich tatsächlich obendrauf verladen. Das heißt, ihr seht, der hat hier diese... wie nennt man den? Oh, jetzt komme ich auf die Keile unter, dass er nicht vor- und nicht zurückrollen kann. Ja, keine Ketten, so wie man es eigentlich kennt. So ein Ding, wie es hier steht, bin ich selber gefahren. Nicht im Russischen, sondern im Deutschen Militär, also bei der Bundeswehr. Das nannte sich SLT, das Ganze, also Schwerlasttransport. Auch 4-Achs. Und dann gab es zwei Modelle. Es gab einen 50 und 56 Tonner. Und der 56er, der hatte damals den Leo 1 Motor drin, in etwas abgespeckter Version. Trotzdem irgendwas um die 800-900 PS. Und dann hatten wir eben hinten Zettelauflieger für Transport. Ob nun ein LKW hinten drauf oder eben auch ein Panzer. Schwerste, was ich gefahren bin, ist tatsächlich ein Leo 2. Und den unter Sicherheitsstufe 1. Alles weitere, könnt ihr ja gerne mal googeln oder sowas. Will ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Aber ja, sowas bin ich tatsächlich beim Bund gefahren. Eben nicht in russischer Variante, sondern eben als Deutscher. Auf Faun-Basis mit einem Wandler, ganz uriges Teil. Lustig, aber manchmal auch recht verzwickt. Wenn die Leute dann später erst merken, dass ihnen plötzlich 110 Tonnen mit 50 km/h auf der Landstraße entgegenkommen. Und das vorausführende Fahrzeug sie zwar darauf hingewiesen hat, da kommt was Großes, aber sie das dann ignoriert haben. So, kleiner Schwank aus der Geschichte meines bescheidenen Daseins, aber darum geht es auch gar nicht. Hier an der Seite seht ihr den P12, den habe ich schon ready gemacht, weil wir müssen auch. Wir haben echt noch viele Aufträge, wo wir Holz fahren müssen. Kommen wir noch zu. Jetzt fahren wir eine Art von Holz, und zwar Holzplanken. Holzplankenbestellung war für den Bahnhof. Das Ganze holen wir jetzt am Sägewerk ab. Und dann würde ich sagen, der pennt immer noch, obwohl ich einen Motor anmache. Bin ich ja heiß. Aber sobald wir anfangen zu lenken, ist er ready. So, ist eingestellt. Angeschnallt ist er auch. Die Sonne kommt raus. Könnt ihr das da drüben rechts erkennen? Da stehen auch noch zwei Fahrzeuge. Ich will das demnächst irgendwann mal machen. Ich will mal meinen ganzen Fuhrpark mal ausparken. Und dann könnt ihr mal so sehen, was mittlerweile sich angesammelt hat. An Fahrzeugen, das ist echt brutal. Hier steht unser Scout, unser Panzer. Den habe ich hier wieder auf die Map geholt. Weil, ich zeige euch das eben schnell. Wir machen Motor aus, damit wir nicht so viel Sprit verbrauchen. Ich zeige euch mal eben kurz das Profil. Ich habe jetzt tatsächlich hier alle Upgrades gefunden, alle Wachtürme freigeschaltet. Das eine Fahrzeug, was ich noch vermisst hatte, auch gefunden. Wir sind also hier in Tamir relativ weit vom Fortschritt, obwohl wir haben noch fast 28 Missionen, die wir noch beenden müssen. Davon natürlich welche auch hier über dieses Zeitmanagement oder dieses Zeitfahren, wo ich ja gar keinen Bock drauf habe. Aber sei es drum, es kommen noch einige Aufträge und natürlich seid ihr mit dabei, wenn ihr Bock habt.
Ein Wendekreis. Wie sagte einer so schön oder schrieb es unter den Kommentaren wie ein Flugzeugträger? Ja, kommt hin. Ich habe ihm ordentlich den Auspuff gegönnt. Aha. Oh ja, Sägewerk. Da müssen wir hier nämlich lang jetzt. Und ihr seht, der LKW ist relativ stabil da hinten drauf. Ja. Auf diesen Aufliegern kriege ich leider nur drei Verlademöglichkeiten. Okay, Differential, Allrad ist immer aktuell alles an hier. Bei dem Koffer. Sieht aber auch geil aus, oder? Das sieht richtig nach einem schönen kleinen Militärtransport aus. Ich liebe sowas, ja. So, wenn ich jetzt hier lang fahre, habe ich ein Problem, glaube ich. Wenn ich geradeaus fahre, dann habe ich so eine kleine Durchfahrt, die recht speziell ist. Darum entscheide ich mich jetzt, dass wir hier links rumfahren. Oh, aber er wühlt sich gut durch. Wobei hier, genau, hier geht es gleich so ein bisschen runter. Dass die Maus hier trotzdem im Bild ist, das nervt so ein bisschen, ne? So. Schon wieder ist er eingeblendet. Ich kriege das irgendwie nicht weg. So. Das ist schon wieder, ne? Ätzend. Ich das jetzt am Update vom Aufnahmeprogramm, dann schreie ich aber Scheiße da. So. Ja, kommen wir ganz gut voran. Ich glaube, die heikle Stelle hier an der einen Seite rechts, die haben wir jetzt damit ganz gut überwunden. Jawohl. Ich habe am Anfang ein bisschen viel geplappert, ne, Leute. Warum zieht sich das jetzt schon wieder so ein bisschen? Aber oh Mann, ey. Ich kann euch das jetzt kurz auf der Map mal zeigen. Hier zur Sägemühle muss ich, da kriegen wir die Holzplanken her. Und ich würde vorschlagen, wenn ich da bin, schalte ich euch mit dazu, weil der Rückweg, glaube ich, wenn wir voll beladen sind, ist deutlich interessanter. Ich mache einen kurzen Break, bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir dann wieder mit dabei. Wir sind angekommen im Sägewerk und jetzt müssen wir im Endeffekt abladen. Das heißt, wir werden den Truck-Anhänger entladen. Ja, damit nehmen wir die Keile weg und der Truck ist wieder beweglich. Ich glaube, wir müssen tatsächlich einen Motor starten. Genau, weil dann können wir die Rampen aktivieren. So, dann können wir den Truck nämlich abladen. Und ihr seht jetzt hier oben links Anhänger 3 von 3, der ist also voll belegt. So, dann können wir den Motor wieder abstellen. Und mach das hier mal aus. So, zack. Wir können den Truck wechseln. Zack. Handbremse lösen. Rückwärtsgang rein.
Ach so, was ich hier im Endeffekt als Trunk mit habe, das ist der. Wie heißt er denn? Moment. Voron AE. Ja, das ist ein russischer. Ich habe mir jetzt nochmal alle russischen LKWs geholt und damit auch dann die dementsprechende Errungenschaft. So, also den hier runter. Schön langsam gerade. Ja, bei dem könnt ihr Allrad und Dings ist immer permanent an. Ist ein kleiner Offroader. Macht seinen Job, glaube ich, ganz gut. Ist der erste richtige Einsatz mit dem. So, und wir werden jetzt uns hier zwei Holzplanken aufladen. Genau, eins, zwei. Dann haben wir zwei Stück nämlich schon mal ready. Mit denen wir loseiern können. Beziehungsweise meine Idee ist tatsächlich den gleich hinterher zu ziehen. Ich bin gespannt, was das wird. Ja. Vorteil ist, wir haben mit ihm jetzt keinen einzigen Liter Sprit verbraucht. So. Ja, Motor aus. Truck wechseln. Genau, und das hier ist der Kolob. Unter anderem. Aber den gibt es auch als Langschnauzer. Also ganz, ganz interessant. So, wir werden den Motor starten. Wir können nämlich jetzt die Rampe wieder hoch fahren. Rampe aktivieren, genau. So, und dann fahren wir jetzt hier in die Beladung rein. So, zack. Und jetzt müsste das eigentlich klappen. 1, 2, 3. Richtig. Mehr kriegen wir nicht mit. So, Ladung ist verzurrt. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Da sind wir hin, da sind wir raus. So, dann können wir hier eigentlich drehen. So. Ja, also das hinten drauf, das bisschen Holz, das ist natürlich jetzt Spielzeug für ihn. Dafür hat der genug Leistung. Ach. Wir haben aber auch schon einen Haufen Sprit verballert. Also durstig ist der Kollege ja auf jeden Fall. Das ist nicht ohne. Auch er hat permanent Allrad und Differential drinne. Nein, da können wir nichts hin und her schalten oder sowas. Brauchen wir ja auch nicht. So, jetzt werden wir den auf den Anhänger switchen. Dann, Moment. So. Und dann hoffe ich, dass wir den. Ich glaube, wir werden ihn hier rechts ansetzen. Genau. So. Dann können wir ihn dazu holen. Wir werden den natürlich starten, den Truck. Der fällt jetzt nicht gegen den Baum, oder? Der fällt doch gegen den Baum. Komm, wir ziehen ihn einfach jetzt weg. So, genau, wir ziehen ihn schön nah ran.
Und ja, dann machen wir uns jetzt auf den Rückweg. Das heißt, jetzt 5 Ladungen Holzplanken haben wir. Und wir werden jetzt den gleichen Weg zurückfahren, den ich hergekommen bin. Das heißt nämlich jetzt hier unten rechts lang. Ja, ich weiß, ich hätte auch einen anderen LKW nehmen können mit einem anderen Auflieger, wo ich gleich hätte 5 Dinger hinten drauf packen können. Auch das wäre möglich, aber ich will ja ein bisschen, ich will es auch mal eben anders probieren, ja? So, wir schalten hier nach vorne. Dann hier vorne spielt die Musik. Genau. Wobei ich sagen muss, so ist auch gar nicht so schlecht, ne? Also die Kamera an sich ist auch ganz okay. Dann sieht man von dem ganzen Geschoss ein bisschen mehr. Weil der hinten ist so schnell, der schiebt uns. Soll er eigentlich gar nicht, aber macht er. Also sehen wir zumindest, er kommt mit. Und das schafft er spielend. So, dann müssen wir jetzt, glaube ich, hier rechts rein. Ich schaue, ja, wir müssen hier rechts rein. Schauen wir mal eben schnell auf der Map. So, genau, hier ist nämlich so eine weirde Durchfahrt. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass der LKW hinter uns nicht zu schräg kommt und uns umfällt. Ich habe keinen Kran dabei, um die Ladung jetzt aufzunehmen. Digger, komm einfach mit. Nicht rumkaspern da hinten, einfach mitfahren. Bitte, bitte. So. Ja, sieht ganz gut aus, wir kriegen das hin. Oh. Hier sind wir gerade ein bisschen Herz in die Hose gerutscht, ja Leute. Aber ich denke, jetzt bei der Tour lasse ich euch mit bei, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Bock. Okay. Ja, da brauchen wir noch mal ein bisschen Schwung hier. Und das Ganze müssen wir jetzt zum Bahnhof schaffen. Also wie gesagt, ich habe mir das jetzt mit Absicht so ausgesucht, weil ich das interessant finde. Eben mal so zu fahren. Ja, wie gesagt, wir hätten auch einen Auflieger nehmen können. Aber hier diese großen Vierachser LKWs, die können leider nur die Sattelkupplung hoch benutzen. Nichts anderes. Ihr könnt dann nichts anderes aufbauen, außer Sattelkupplung hoch. Und aber ich wollte mal zum Einsatz bringen. Und ich finde, jetzt wo ich weiß, dass ich da so die LKWs auch mit drauf transportieren kann, da kommen ja wieder 1000 Einfälle. So Junge, hinten schön dranbleiben und vor allen Dingen gerade bitte. Nicht umfallen oder sowas. Scheiße. Ja, da habe ich eben gedacht, jetzt wäre er weg. Also da war ich echt im kurzen Moment, wo ich gedacht habe, nein, jetzt ist er uns flöten gegangen. Boah, also ihr drückt der Daumen, glaube ich, die Daumen gerade mit, oder? Alle, die ihr habt.
So, jetzt kommt gleich noch mal so eine heikle Stelle, wenn wir jetzt nämlich gleich hier hochfahren, wo es noch mal so ein bisschen schräg wird auch. Genau die Ecke hier vorne, wo jetzt die Zugmaschine ist. Die meine ich. Da müssen wir jetzt gucken, das war. Boah. Sind wir hier vorne weggerutscht. Ja, ich glaube, wir kriegen den Heile hinten mit. Jetzt mit Schwung. Komm, 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 komm. Ja. Er hinten will schneller als wir vorne können. Das merkt man. Aber ich hätte jetzt das schlecht den kleinen LKW nach vorne schmeißen können. Weil der zieht den großen Bullen hier sowieso nicht. Und der hätte uns nur ausgebremst die ganze Zeit. So. Da hinten seht ihr übrigens den Caterpillar. Den Holztransporter, der hat schon einmal Kurzholz drauf, Mittelholz. Den werde ich dann im Konvoi fahren mit dem P12. Da haben wir nämlich auch einen Auftrag. Da müssen wir 3 Stück liefern. Dreimal Mittelholz. Ich mir vorne ein bisschen rum. Bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt den löse. Mach den mal hinten aus. Löse ihn jetzt. Wir fahren jetzt mal mit dem alleine weiter. Genau. Ja, und der wird mit dem P12 zusammenfahren dann, um die Lieferung da erledigen. Alter, hier fliegen alle Zäune rum. Das ist manchmal, also ein bisschen buggy teilweise im Game, aber ansonsten, ich feiere dieses Game immer noch, ne? So hart. Und ich freue mich. Am 28. Februar kommt eine neue Erweiterung raus. Ja, ich habe noch kein einziges weiteres DLC gekauft. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. So, wir entladen das. Dann haben wir das dreimal entladen. Wir können den Motor hier mal ausmachen. So, und jetzt hüpfen wir zu unserem anderen Truck. Ja. So. Komm, ohne jetzt umzukippen, bitte. Ja, gut. Also, ich habe noch kein einziges DLC, außer das, was ich beim Kauf von dem Game jetzt mitgekriegt habe hier. Damals. Das waren aber nur 2 LKWs. Und ja, sobald ich die Geschichte hier durch habe, diese Region, geht es los. Dann werde ich DLCs kaufen mit unterschiedlichen Map, also anderen Maps wieder. Und ich bin am Überlegen, ob wir ganz aktuell dann vielleicht einfach von dem neuesten rückwärts zum ältesten machen. So, wir entladen die letzten beiden und haben den Auftrag geschafft. Das war mal eine Holztour etwas anders. Ich hoffe, es war nicht zu lang für euch, aber mal was anderes.
Die nächste Holztour habe ich ja schon vorbereitet. Werdet ihr sehen, fahren wir ganz normal mit Holz-LKWs. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr SnowRunner weiterhin mit mir so abfeiert. Das war heute die Folge 112. Es geht also auf jeden Fall weiter. SnowRunner wird ein sehr langes Projekt werden. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich freue mich über euch und den ganzen Support auch. Vielen, vielen, vielen Dank. In diesem Sinne, haut da rein, bleibt gesund. Ich bin für heute raus. Euer Don. Ciao. Ciao.